Hallo Yugi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute heißt es, das Exil ist erst der Anfang. Ich zeige euch mein neues Metaphysisch-Deck. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Wer unseren Duellstream schon eine Weile länger verfolgt, hat auch das ein oder andere Mal mitbekommen, dass ich auch mal mein Metaphysisch-Deck wieder ein wenig ausgepackt und ausgegraben habe. Und auch da ein bisschen kleine Extrawürze reingebracht habe, denn wir haben ein paar neue Themendeck-Karten bekommen, ja, beziehungsweise die jetzt nicht dem Metaphysisch-Themendeck selber angehören, die aber das Metaphysisch-Deck noch ein bisschen interessanter gestalten können, nämlich die Todfeind-Karten. Und wie das ganze Deckprofil sich jetzt entwickelt hat nach den ersten Tests und ja, mit den neuen Todfeind-Karten, das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr genießt dieses Deckprofil und ja, erfreut euch daran. So, der Standard bei den Metaphysisch-Karten ist nach wie vor unverändert. Das Metaphysisch-Deck ist ja dafür bekannt, dass es halt Karten aus dem Deck verbannen möchte, um die Effekte der Metaphysisch-Karten zu triggern. Und ja, die Startkarte schlechthin für dieses Themendeck ist natürlich unser metaphysischer Ragnarok, der nicht nur die obersten drei Karten unseres Decks verbannt, sobald er beschworen wird, nein, er bekommt auch noch Angriffspunkte für jede Metaphysisch-Karte, die sich darunter befindet. Außerdem sollte unser Ragnarok es schaffen, dem Gegner Kampfschaden zuzufügen. Dann dürfen wir ein beliebiges metaphysisch Monster aus unserem Deck beschwören, was dann aber während der Endphase des nächsten Spielzuges verbannt wird. Was aber nicht so tragisch ist, denn dadurch werden nämlich die Effekte des beschworenen Monsters auch wieder aktiviert, sodass wir den Vorteil haben, dass wir den Effekt nutzen können, um wieder halt für Nachschub zu sorgen oder um den Gegner wirklich dann auf andere Art und Weise halt zu ärgern. Dreimal auf jeden Fall absolute Pflicht der Ragnarok, nicht nur weil er halt ja, eines der wenigen niedrigstufigen Monster ist, die wir hier spielen. Nein, er hilft auch dafür, unser Spiel wirklich ins Laufen zu bringen. Denn wir haben auch noch ein paar andere Optionen, die bei Verbannung wirklich eine ganze Menge Unsinn halt anstellen können. Wir bleiben aber erstmal bei den Metaphysisch-Karten selber. Und da ist natürlich unser Allround-Sucher, der metaphysische Neftis, auch dreimal absolute Pflicht. Denn er erlaubt es uns, sollte er verbannt werden, uns während der nächsten Stamper-Phase ihn wieder ins Deck zurückzumischen, um uns dann eine beliebige Metaphysisch-Karte vom Deck auf die Hand zu nehmen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Effekt, weil wir aber damit gezielt alles suchen können, was wir in unserem Deck brauchen. Wir haben zwar unsere metaphysische Fallenkarte dafür, die das halt genauso gut kann, aber wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Monsterfutter, das wir auch im Zweifelsfall beschwören können, denn der metaphysische Neftis hat noch einen zweiten coolen Nebeneffekt, der besonders tödlich gegen Decks wie zum Beispiel Altergeist auch wirken kann, denn sollte er nämlich durch den Effekt eines metaphysischen Monsters beschworen werden, verbannt er alle verdeckten Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld, und das ist wirklich ein verdammt guter Effekt gegen Backrow-lastige Decks. Und mit seinen 2004 Angriffspunkten ist er auch so noch ein ganz gutes, ja, Beatstick-Monster, um halt in der Offensive auch noch ein bisschen auszuhelfen. In den meisten Fällen nutzt man ihn mal halt eher zum Suchen, aber wenn es wirklich dazu kommt, ihn auch mal zu beschwören, dann kann er auch hier zumindest ein kleines bisschen Schaden verursachen. Das wohl beste metaphysische Monster, zumindest von den größeren, ist wahrscheinlich ohne Frage der metaphysische Daedalus. Dieser gute Kollege darf nämlich, sobald er durch den Effekten des metaphysischen Monsters beschworen wird, alle spezial beschworenen Monster auf dem Spielfeld verbannen, außer sich selber. Und das ist heutzutage ein Effekt, an dem es nicht wirklich viel zu rütteln gibt. Wenn der Effekt nämlich ohne Probleme durchkommt, dann können wir wirklich das gesamte Feld eines Gegners gerne mal los, ja, leer räumen. Denn heutzutage setzt ja wirklich so ziemlich jedes Deck auf irgendwelche Spezialbeschwörungen, beziehungsweise auf viele Spezialbeschwörungen. Und sollten wir damit in der Lage sein, das gegnerische Feld leer zu räumen, haben wir quasi freie Bahn und können dem Gegner im besten Falle sogar, ja, mit einem ordentlichen Feld sogar ein OTK reindrücken. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit Daedalus ein Monster, das noch einen zweiten praktischen Effekt hat. Dann sollte er nämlich verbannt werden durch einen, ja, beliebigen Effekt, dürfen wir ihn während der nächsten Stamper-Phase wieder ins Deck zurückmischen und dürfen dann eine beliebige metaphysische Karte verbannen. Das kann uns zum Beispiel helfen, auch unserer, ja, Neftis einmal zu triggern, aber wir haben noch andere Ziele, die wir halt ganz gut nutzen können. Nicht nur unsere Zauber und Fallen, die wir dafür ganz gut mal zwischendurch verbannen können, auch andere metaphysische Monster, die wir vielleicht in der nächsten Stamper-Phase danach halt nutzen wollen, können wir mit dem Daedalus auch ganz gut aus dem Spiel nehmen. Aber ich glaube, sein Beschwörungseffekt ist wirklich das Ausschlaggebende, warum ich ihn auch gerne mal dreimal sehen möchte, denn er bringt mit seinem Effekt nicht nur das Spielwetter ans Laufen, nein, wenn ich ihn tatsächlich beschwören kann, dann ist er wirklich ein absolutes, ja, Killer-Monster. Ja.
Was wäre ein Metaphysisch-Deck ohne unseren metaphysischen Drachentyrann? Metaphysischer Drachentyrann ist nochmal unsere Gratis-Beschwörung von einem Metaphysisch-Monster aus unserer Hand. Sollte er nämlich verbannt werden, darf er sich während der nächsten Stamperphase wieder ins Deck zurückmischen und uns ein Metaphysisch-Monster aus unserer Hand beschwören. Das bedeutet, sollten wir mal eines unserer Metaphysisch-Monster auch schon längst auf der Hand halten, wie zum Beispiel unseren Ragnarok oder auch unseren Daedalus, und dann können wir mit dem Tyrannendrachen dieses Monster direkt aus der Hand beschwören, und das hilft uns natürlich dann auch wieder, den Zweiteffekt, den die Monster bei ihrer Beschwörung durch ein Metaphysisch-Monster erhalten, halt zu aktivieren. Deswegen ist der Drachentyrann auch hier dreimal eigentlich schon fast absolute Pflicht. Nicht nur deshalb, weil wir halt andere Monster mit ihm beschwören dürfen, nein, auch sein zweiter Effekt ist gar nicht mal so unübel, denn sollte er durch ein Metaphysisch-Monster beschworen werden, ist er erstmal von Fallenkarten per se unberührt, was schon mal ganz nett ist gegen einige Decks. Zum anderen hat er aber die wesentliche Eigenschaft, dass wenn er ein Monster durch Kampf zerstört, dass er noch einen zweiten Angriff durchführen kann, und mit 2900 Punkten kommt man schon über einiges drüber. So, das letzte metaphysische Monster, was wir als Support bekommen haben, war der metaphysische Köderdrache, den ich damals wirklich sehr, sehr gut gefeiert habe, muss ich schon fast sagen, weil er dem ganzen Deck noch ein bisschen mehr Schutz bietet, denn das metaphysische Deck neigt da gerne mal dazu, ein bisschen tote Felder zu haben. Wenn man gar nicht über den Ragnarok die passenden Karten halt verbannt, kann hier der metaphysische Köderdrache nochmal helfen, uns ein bisschen zu schützen, sollte der Gegner es wagen, uns anzugreifen, sofern wir diesen Kollegen entweder auf dem Spielfeld oder in unserer Pendelzone liegen haben. Denn sollte der Gegner es wagen, uns anzugreifen, dürfen wir diesen kleinen Kollegen einmal verbannen und anschließend ein verbanntes oder ein auf dem Friedhof befindliches metaphysisches Monster zu beschwören. Und das kann natürlich helfen, in der richtigen Situation den Gegner an einer weiteren Angriffswelle zu hindern, beziehungsweise auch ihn einfach auszukontern mit zum Beispiel auch unserem Daedalus. Also von daher ist der Köderdrache, dadurch, dass er auch relativ gut suchbar ist, auf zweimal vollkommen ausreichend. Auf drei ist er vielleicht ein bisschen sogar zu viel, weil er dann einfach so per se erstmal relativ nutzlos ist, wenn er halt kein passendes Futter auf Feld oder Verband in der Verbandenzone oder im Friedhof liegen hat. Der zweite Effekt, den darf man von ihm natürlich auch nicht vergessen, sollte er nämlich verbannt worden sein durch einen beliebigen Effekt, dann darf ich ihn während der nächsten Stamperphase wieder aufs Spielfeld beschwören. Also das ist schon mal eine ganz gute Sache. Da ist er halt nur empfindlicher dann gegen Zerstörungseffekt, und dann können wir von seinem Effekt natürlich nicht mehr profitieren, aber trotzdem würde ich ihn auf zweimal wirklich absolut als ausreichend ansehen wollen. So, eine weitere Karte, die uns hilft, ja, Karten zu verbannen, insbesondere unsere Metaphysisch-Monster, ist der unnahbare Wolf. Eine recht coole Karte, wie ich finde, und dadurch, dass wir sowieso relativ wenig Normalbeschwörung bisher auch gesehen haben, ist der unnahbare Wolf eine ganz gute Option, unser Spiel so ein bisschen ans Laufen zu bringen. Denn wenn er beschworen wird, verbannen wir ein beliebiges Monster aus unserer Hand und dürfen dann ein Monster mit dem gleichen Typ aus unserem Deck verbannen. Das bedeutet, dass wir quasi zwei Metaphysisch-Monster zum Preis von einem verbannen dürfen und damit solche kleine Kombinationen starten können. Zum Beispiel so eine Kombination aus dem Nephthys plus dem Drachentyrann oder auch dem Daedalus plus eine weitere metaphysische Karte, wie zum Beispiel unserem Nephthys, können wir halt dann quasi anfangen, unser Feld oder unsere Karten so zusammenzustellen, dass wir dem Gegner dann im nächsten Zug ein bisschen dazwischen funken. Deswegen der Wolf dreimal absolutes Muss, meiner Meinung nach. Insbesondere deshalb, weil er auch verbannte Monster wieder recyceln kann, sollte er durch eine gegnerische Karte zerstört werden. Er muss nicht mal auf den Friedhof gelegt werden, er muss einfach nur durch eine gegnerische Karte zerstört werden, was schon vollkommen ausreichend ist. Und das finde ich halt relativ cool, weil man auch so gerne mal einen verbannten Ragnarok wieder recyceln kann. Das passiert nämlich auch gerne mal, dass wir uns den halt verbannen, und das ist halt eher ungünstig. Deswegen der unnahbare Wolf dreimal meiner Meinung nach absolute Pflicht in einem solchen Deck. Ja, wo Karten verbannt werden, da ist eigentlich eine Karte einfach nicht wegzudenken, nämlich das Gesicht des Todes. Und dadurch, dass die letzten Bannlisten es wieder ermöglicht haben, den guten Kollegen wieder auf 3 zu spielen, warum sollte man das nicht halt tot tun? Insbesondere dann wird es richtig lustig, wenn man das Gesicht des Todes zusammen mit einem unnahbaren Wolf kombiniert, weil man dann einfach nicht nur bei uns, sondern auch beim Gegner einfach direkt mal 10 Karten vom Deck entsorgen darf. Und das bringt eigentlich an jedes metaphysische Deck relativ gut ins Spiel und hilft auch dem Gegner so ein bisschen halt zu stören und zu nerven. Denn ein Viertel seines Decks zu verlieren, kann schon mal bedeuten, dass wir auch wichtige Schlüsselkarten entsorgen. Von daher, Gesicht des Todes zusammen mit dem unnahbaren Wolf, wirklich eine absolute Todeskombo, wenn das halt durchkommt. Aber auch so hilft das Gesicht des Todes uns in vielen Fällen einfach mal wieder weitere metaphysische Karten zu verbannen, um so ins Spiel halt weiter reinzukommen. So, kommen wir nun zu unserer Todfeind-Engine, die insofern eine ganz gute Ergänzung für das Deck ist, als dass wir gezielt uns auch
Karten wieder oder Monster recyceln können, die wir nicht so gerne verbannen sehen wollen, wie zum Beispiel unseren Ragnarok, unseren Wolf oder auch unser Gesicht des Todes zu recyceln, kann hier wirklich eine ganz gute Sache sein. Dadurch haben wir nämlich die Option, diese Karten erneut zu verbannen und ihre Effekte halt wieder erneut zu nutzen. Und das ist halt eine recht coole Sache. Und unseren Allround-Sucher, die Todfeind-Flagge, absolut hier auf dreimal Pflicht, da sie uns halt ein weiteres Todfeind-Monster von unserem Deck auf die Hand gibt und wir so quasi zwei Monster auf einmal retten können. Ja, passend dazu habe ich dann noch einmal den Todfeind-Korridor in zweifacher Ausführung, weil wir in den meisten Fällen halt verbannte Karten ja recyceln wollen. Und wenn wir dann auch dann zufälligerweise eines unserer Todfeind-Monster recyceln oder verbannen, dann können wir mit dem Todfeind-Korridor auch hier wieder Todfeind-Monster nochmal als Zweiteffekt nochmal wieder zurück auf die Hand nehmen. Also von daher bietet der Korridor die meisten Vorteile gegenüber dem dritten Kollegen, nämlich dem Todfeind-Schirm, der mit seinem Zweiteffekt Todfeind-Monster vom Friedhof wieder auf die Hand nehmen darf. Da das aber eher seltener passieren wird, ist der Todfeind-Schirm hier eher die geringe oder am seltensten genutzte Option. Trotzdem haben wir hier mit ihm eine gratis Spezialbeschwörung, indem wir ein verbanntes Monster wieder zurück ins Deck mischen. Und wir haben auch die Option, mit unserem Ragnarok, der ein Empfänger ist, das dürfen wir nicht vergessen, auch auf 7er Synchros zu gehen. Also wir haben hier eine wirklich gute Varianz, was auch die Level angeht mit unseren Todfeinden, mit 2, 3 und 4, dass wir hier auf 6er, 7er und 8er Synchros gehen können. Dazu dann gleich mal noch ein bisschen mehr. Das Ganze wird sich vielleicht auch ein bisschen in der künftigen Deckbau-Idee nochmal ein bisschen ändern, denn mit Rise of the Duelist wird ein neues Todfeind-Monster erscheinen, nämlich der Keystone, wie er momentan noch auf Englisch heißt. Sobald der erscheint, werde ich den auch noch einmal mit in das Deck integrieren wollen. Da wird dann unter Umständen sogar der Todfeind-Schirm halt weichen müssen, weil der Keystone die wesentliche Eigenschaft hat, dass er sich während der Endphase, sollte er verbannt worden sein, einfach direkt wieder auf die Hand zurückgibt. Und das finde ich halt relativ cool. Also von daher, halte da nach Rise of the Duelist Ausschau, dann wird sich hier nochmal ein kleines bisschen was ändern. Ich denke mal, dass ich auch hier kein neues Deckprofil großartig für machen werde, sondern einfach nur die Änderung mit als Kommentar unter das Video schreibe. So, eine letzte Karte habe ich aber noch bei den Monstern, nämlich den guten alten Riesenrex. Dieser gute Kollege ist nochmal eine super Option, wenn er verbannt wird, weil er uns sich direkt wieder aufs Spielfeld beordern darf, was uns dann die Möglichkeit zur Synchro-Beschwörung zusammen mit dem Ragnarok auf Stufe 8 bzw. Exis-Beschwörung auf Rang 4 gibt. Deswegen auf hier einmal auch vollkommen ausreichend, denn ansonsten ist der Riesenrex halt eher eine Normalbeschwörung, die nicht wirklich viel macht, weil sie zum einen nicht direkt angreifen darf und auch sonst nicht wirklich großartig Vorteile bietet. Einmal also hier an der Stelle vollkommen ausreichend, alles andere wäre schon viel zu viel, weil er sonst gerne mal auch tot auf der Hand halt rumliegen kann. Machen wir weiter mit den Zauberkarten und die Standardaufstellung meiner Meinung nach, die sollte eigentlich immer sein, die Asymmetaphyse in dreifacher Ausführung. Sie ist nochmal ein bisschen stabilitätsgebend für uns, weil sie uns halt tote metaphysische Monster von der Hand verbannen darf. Indem wir sie einfach aus dem Spiel nehmen, dürfen wir dann sogar noch eine Karte ziehen. Und der zweite Effekt oder die beiden Zweiteffekte der Karte sind auch nicht zu verachten, denn sie kann halt gegnerische Monster schwächen oder die Position von allen nicht-metaphysischen Monstern ändern, sobald ein metaphysisches Monster verbannt wird und das auch entsprechend in welchem Spielzug wir uns befinden, können wir auch nur einen dieser beiden Effekte jeweils halt nutzen. Trotzdem, dadurch, dass diese Effekte nicht hard once per turn sind, können wir sogar mit mehreren Asymmetaphysen parallel auf dem Spielfeld sogar dem Gegner oder allen nicht-metaphysischen Monstern einfach nochmal mehrfach Punkte halt abnehmen oder sie entsprechend halt switchen lassen. Also von daher, Asymmetaphyse dreimal absolute Pflicht für Konstanz und auch um den Gegner so ein bisschen zu stören, muss sie einfach mit drin sein. Dann habe ich einmal den metaphysischen Faktor. Ich habe ihn zeitlang mal sogar auf 2 gespielt. Ich glaube, auf 1 ist er mehr oder als ausreichend, dadurch, dass er wirklich super suchbar ist und durch unseren Neftis, aber auch durch unseren metaphysischen Aufstieg unserer Fallenkarte, ist die Karte auf 1 absolut ausreichend. Und das liegt einfach daran, dass wir zwar, solange diese Spielfeldzauberkarte draußen liegt, metaphysische Monstereffekte quasi frei Haus immer und ungestört halt aktivieren dürfen, weil der Gegner nicht mehr darauf reagieren darf. Der andere Effekt, mit dem wir ein hochstufiges metaphysisches Monster als Normalbeschwörung beschwören dürfen, ohne Tribut anzubieten, nutzt ihr in den seltensten Fällen aus. Es gibt durchaus Situationen, wo man das mal machen kann, aber der Effekt zum Schutz vor der Antwort auf unsere metaphysischen Monstereffekte ist eigentlich ausschlaggebend, aber dadurch, dass die Karte wirklich super super ist, reicht sie einmal wirklich absolut aus. Ja, die beste Karte zum Verbannen von Karten aus dem Deck ist natürlich der Goldsarkophag, deswegen auch hier einmal drin. Öfter geht leider nicht, weil die Bannliste sagt, nee, wollen wir nicht.
Ich hoffe ja, dass das irgendwann mal sich auch wieder ein bisschen ändert, weil dann würde ich die Karte auch gerne mal auf 2 oder 3 spielen wollen. Insbesondere, weil sie nicht nur mit unseren Metaphysisch-Karten super harmoniert, sondern auch das Gesicht des Todes da auch wirklich ein sehr gutes Ziel für diese Karte ist. Ja, aber nicht nur unsere eigenen Karten zu verbannen, sondern auch gegnerische Karten verbannen zu können, ist eigentlich nicht so wirklich zu verachten. Unser Dimensionsriss ist da so die erste Option, um den Gegner so ein bisschen daran zu hindern, ja, seinen Friedhof nutzen zu können, zumindest was die Monster angeht. Das passende Fallengegenstück in Form von Makrokosmos, also seht ihr gleich auch nochmal. Weil halt viele Decks doch durchaus vom Friedhof leben, ist diese Karte wirklich sehr zu empfehlen. Die nächste Karte, und weil diese Karte einfach nur Spaß macht und weil wir halt so viel verbannen, macht es auch wirklich Sinn, die Seelenübernahme auch gerne mal zu spielen. Man muss sie nicht spielen, das ist halt nicht zwangsläufig nötig. Mir macht diese Karte aber einfach nur jede Menge Spaß, denn für jede verbannte Karte, das zählt auch für gegnerische Karten übrigens, bekommen wir 500 Lebenspunkte gutgeschrieben, die verbannt wird. Und das ist bei diesem Deck hier wirklich super gut möglich. Also man, wer schon mal ein paar unserer Duelle gesehen hat, der weiß, dass ich ganz gerne auch da relativ gut auf 30.000, 40.000 Lebenspunkte kommen kann. Und diese Karte kann in gewissen Situationen auch nochmal das Spiel wieder umdrehen. Also wer das letzte Duell zum Beispiel in unserem Stream gesehen hat, wo ich metaphysisch gespielt habe, der kann nochmal sehen, dass ich auch mit 500 Lebenspunkten noch leben kann, sofern ich eine Seelenübernahme habe und mich dann auch wieder auf 5.000 bis 6.000 Lebenspunkte wieder zurückspiele. Also von daher, Seelenübernahme durchaus ein Lebensretter, ist aber kein Must-Have. Dann machen wir mal weiter mit unseren Fallenkarten. Und da habe ich, wie schon eingangs erwähnt, den metaphysischen Aufstieg hier in dreifacher Ausführung. Er funktioniert im Prinzip wie unser metaphysischer Neftis, also quasi unsere Sucherkarte. Erlaubt auch sie uns, wenn sie verbannt wird, uns eine metaphysische Karte vom Deck auf die Hand zu nehmen. Sollten wir sie dann nochmal auf der Hand halten und können sie nicht beispielsweise für die Asymmetaphyse verbannen, haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, sie zu setzen und mit ihr eine Karte zu ziehen, indem wir eine metaphysische Karte abwerfen. Anschließend dürfen wir noch eine metaphysische Karte aus unserem Deck verbannen, was schon mal ganz nett ist. Man muss aber berücksichtigen, dass wir nur einen der beiden Effekte, also den Effekt, wenn sie erhält, wenn sie verbannt wird, und den Effekt, wenn sie halt aktiviert wird, ja nicht im gleichen Spielzug benutzen dürfen. Trotzdem auf 3-mal absolute Pflicht in diesem Deck, denn sie ist einfach wirklich unsere wichtigste Sucherkarte schlechthin, neben dem Neftis. Dann habe ich noch 2-mal die metaphysische Dimension. Sie ist nochmal so ein bisschen ja, Störung für den Gegner, weil wenn der Gegner nämlich ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört, dürfen wir ein verbanntes metaphysisches Monster beschwören. Was aber den wesentlichen Nachteil mit sich bringt, dass wir erstmal nur ein Beatstick-Monster haben, das seinen Beschwörungseffekt nicht nutzen kann, weil sie ja nicht durch ein metaphysisches Monster beschworen wird. Das ist also die wesentliche Schwäche auch an der Stelle bei den metaphysischen Monstern, dass sie halt nur durch ein metaphysisches Monster beschworen werden müssen, um ihren Beschwörungseffekt zu bekommen. Auf der anderen Seite haben wir mit der metaphysischen Dimension noch einen zweiten sehr coolen Effekt, denn sollten wir Karten, also metaphysische Karten verbannen unter unserer Kontrolle, dann dürfen wir eine gegnerische Karte wählen und sie ebenfalls verbannen. Das kann in einer richtigen Situation dem Gegner einfach noch ein bisschen klein und zurückhalten und ihm Schlüsselkarten aus dem Spiel nehmen. So, und dann noch last but not least natürlich das Makrokosmos als Gegenstück zum Dimensionsriss, das alle Karten dann vom Friedhof verbannen. Das hilft uns nicht nur, die Gegner halt ein bisschen zu stören und halt daran zu hindern, irgendwelche Kombinationen auszuspielen, die halt darauf basieren, den Friedhof halt zu nutzen. Nein, sollte nochmal unsere metaphysischen Monster das Spielfeld zwangsläufig verlassen müssen, hilft uns das Makrokosmos dann einfach im nächsten Spielzug dann direkt weiterzumachen mit ihren Effekten. So, kommen wir nun zum Extra-Deck und da gehe ich dann auf ein paar nette Optionen ein, die ich hier für durchaus sinnvoll erachte und die man halt spielen kann. Aber auch hier seid ihr wieder ein bisschen ja, flexibler und könnt auch hier eigene Vorlieben mit einbringen. Die erste Option, die ich als Level 6 Synchro-Option sehe, ist der metaphysische Horus. Nicht nur, weil er halt zu dem metaphysischen Themendeck eher effektiv dazugehört. Nein, ich mag auch seinen Effekt, den er erhält, abhängig davon, was wir als Synchromaterial benutzen. Und die Tatsache, dass wir den metaphysischen Horus mit einem Pendelmonster als Material beschwören können, nämlich über unsere metaphysischen Köderdrachen, haben wir hier die Möglichkeit, die zwei der Effekte von dem metaphysischen Horus zu nutzen. Von daher hier als Level 6er Option eigentlich nicht zu verachten, eine gegnerische Karte annullieren zu können und uns noch ein gegnerisches Monster quasi ja, übernehmen zu lassen, finde ich halt schon wirklich gut. Von daher hier einmal sehr zu empfehlen. Weiter geht es mit dem FA Tagesanbruch Dragstar, dadurch, dass wir halt über die Todfeindkarten auch die Option haben, auch auf 7er Synchros zu gehen, nämlich in dem Fall mit dem Todfeind Schirm, ist der Tagesanbruch Dragstar eine ganz gute Option, um den Gegner nochmal an irgendwelchen ja, bösen Sachen halt zu hindern, wenn man halt möchte,
dass man sich eher ein defensives Feld halt aufbaut. Gerade im ersten Spielzug kann das durchaus hilfreich sein, ein bisschen sich defensiver zurückzuhalten. Und da ist der Tagesanbruch und Drax dann eine ganz gute Option, um den Gegner an seinen Kombinationen zu stören, weil man das metaphysische Deck einfach ein paar Züge lang erstmal laufen lassen muss, damit es so ein bisschen ins Spiel halt reinkommt. Alternativ kann man aber auch ein bisschen anders vorgehen. Man kann zum Beispiel mit dem Cybers Quantendrache ganz gut den Gegner halt offensiv ein bisschen belangen. Ansonsten, wenn man halt wirklich einmal Tabula Rasa machen kann oder muss, weil der Gegner doch ein zu starkes Feld aufgebaut hat, dann kann auch der schwarze Rosendrache hier durchaus eine Option auf Stufe 7 sein, um den Gegner wirklich ein bisschen zu ärgern. Bei den Stufe 8 Synchro-Monstern habe ich unter anderem den Psy-Höhlenlord Omega, der nicht nur gut mit der Seelenübernahme harmoniert, sondern kann auch hier dem Gegner halt noch ein bisschen stören, indem ihm einfach temporär einfach Handkarten mopsen. Dann außerdem, was man nicht unbedingt verachten sollte, sind Angriffspunkte, die der Engel von Sera bekommt. Gerade dann, wenn man schon mehrere Gesicht des Todes benutzt hat, kann der Engel von Sera zu einem wirklich ordentlichen Monster mutieren. Also direkt mit zwei Gesichtern des Todes starten zu können, über den unnahbaren Wolf beispielsweise, bedeutet, dass wir hier direkt mal einfach ein 4800er Monster liegen haben. Also das ist schon nicht ganz ohne. Von daher, Engel von Sera ist eine recht coole Karte, die man so als kleine Beatstick-Option, wenn man den Gegner wirklich mal auf dem Wege halt belangen muss, durchaus im Hinterkopf behalten sollte. Ansonsten eine Karte, die mir auch eine Menge Spaß macht im Zusammenhang mit Level 8 Synchros, ist der Nablicht-Rotdrachen-Erzunterwäldler. Er ist nochmal so ein kleiner Massenzerstörer, der dem Gegner sogar nochmal ein bisschen extra Schaden halt zufügt, abhängig davon, wie viele Monster er mit seinem Effekt zerstören kann. Aber Level 8 ist nicht das höchste Level, was ich erreichen kann mit meinen Synchros, denn die metaphysischen Monster selber, die Neftis oder auch den Drachentyrann, sind ja beide Stufe 8 und zusammen mit Ragnarok komme ich auf Stufe 12 und wir haben ein sehr gutes generisches Level 12 Synchromonster, nämlich den Geomathemech Letzte Sigma, der in der Extra-Monster-Zone nochmal unberührt von allen anderen Karteneffekten ist und als 3000er Beatstick da nochmal ganz gut dem Gegner halt Schaden drücken kann, insbesondere mit seinem Angriffseffekt. Also von daher, als 12er-Option sollte man ihn zumindest einmal im Hinterkopf behalten. So, dann kommen wir mal zu unseren Exis-Optionen und da habe ich einfach als Defensivoption einmal Nummer 41 Baguska, der schrecklich müde Tapir, der uns ein bisschen Zeit kaufen kann. Wenn ich halt insbesondere eine dünne und schlechte Hand habe, kann er noch mal im besten Falle zwei Züge dafür sorgen, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Ansonsten, wenn ich noch mal ein bisschen offensiver gehen möchte und einfach nur ein Monster entsorgen möchte, ist der Lichtdrache Eddig Nistor eine ganz gute Wahl. Oder gegen Backrow-Probleme kann ich auch auf den Tornado-Drachen ganz gut zurückgreifen. Aber auch linksseitig habe ich noch ein, zwei kleine Optionen, die man ganz gut spielen kann. Zum Beispiel den hippen Hoshinigan, der all unseren Lichtmonstern und unsere metaphysischen Monster sind alle Lichtmonster, nochmal ein bisschen Angriffskraft oben drauf legen kann, ist aber kein Must-Have. Ich habe ihn bisher noch nie wirklich benutzt oder auch gebraucht oder vermisst. Von daher wird der vielleicht sogar langfristig eher verschwinden. Nichtsdestotrotz ist es halt so eine mögliche Option, die man halt bei ihm wirklich mal bringen kann. Ansonsten finde ich als Backrow-Removal noch die topologische Triss Banner ganz interessant. Insbesondere, weil wir ja auch über unsere metaphysischen Effekte auch dann halt ein passendes Monster spezialbeschwören können für den Effekt von Triss Banner. Und wenn wir es dann natürlich dann schaffen, eines unserer passenden metaphysischen Monster zu beschwören, ist es auch nicht schlimm, wenn das Monster wieder verbannt wird, weil dann können wir einfach in der nächsten Standby-Phase den Effekt direkt wieder nutzen. Also von hier als kleiner Feldbereiniger ist der Triss Banner gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten, wenn man es ganz auf die Spitze treiben möchte, kann man auch mit Topologik Zero Boros nochmal das gesamte Feld einfach mal verbannen und dem Zero Boros halt auch mal ordentlich Angriffspunkte geben, denn der bekommt ja auch nochmal Angriffspunkte für jede verbannte Karte, wenn er auf dem Spielfeld liegt. Und last but not least, wenn man es halt unbedingt kann und vielleicht auch nicht unbedingt muss, aber der Kaliber Schwertdrache, wenn man ausreichend Monster aufs Spiel verlegt, und das kann das Deck durchaus zusammen mit den Todfeindkarten, dann ist der Kaliber Schwertdrache nochmal eine kleine OTK-Option. Ja, das war mein aktuelles neues Metaphysisch-Deck. Ich bin mal gespannt, was so eure Meinung zu der Version des Decks halt ist. Ich muss halt sagen, das Metaphysisch-Deck macht mir eine ganze Menge Spaß, weil es halt den Gegner gerne mal zur Verzweiflung bringt. Dadurch, dass ich auch gerne mal viele Lebenspunkte über die Seelenübernahme generiere. Aber auch so finde ich einfach die Strategie der Metaphysisch-Karten wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr unterhaltsam. Von daher, schreibt mal ein paar nette Kommentare zu dem neuen Deckprofil von dem Metaphysisch-Todfeind-Deck. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Spotlight-Duell-Stream oder auch zu unserem nächsten Deckprofil wieder. Macht's gut!